Rolando Villazón, heuer in Salzburg als Mozarts Lucio Silla. Wie kann ein so freundlicher Mensch einen so blutrünstigen Diktator spielen? Weil wir haben alles drinnen in uns. Ne? Und ich glaube, ich liebe diese Rollen. Die sind, die haben dunkle Farben und die gehen in die Grenze. Und man muss sagen, am Ende Lucio Silla findet in sich selbst etwas ruhig und er findet das, er möchte weggehen und er möchte Freiheit zu diesen Leuten geben und er möchte, dass die beiden zusammengehen und so. Es ist nicht nur böse, böse, böse. Man muss auch sagen, es ist nicht böse, böse, weil wir haben diese Bach-Aria drinnen. Ja. Weil Mozart hat diese Aria nicht für den Tenor geschrieben. Ich glaube, er war nicht so glücklich mit diesem Tenor und am Ende hat diese Aria nicht geschrieben, den dritte Aria. Und deswegen haben wir den Bach-Aria und es passt wirklich fantastisch. Eine fast 15 Minuten lange Aria ist super toll und Mark Minkowski ist fantastisch, der Orchester, alle die Kollegen, es macht Spaß, ich bin sehr glücklich. Wie schafft man das 15 Minuten? Denkt man da zwischendurch, oh Gott, jetzt muss ich Atem aufbauen oder sparen? 15 Minuten ist ein Wahnsinn ganz allein auf der Bühne. Ja, vielleicht in 10, ich will irgendwie 15. Auch no, aber Zeit geht so. Es gibt keine Zeit, wenn man singt. Es gibt plötzlich nur Musik, Kunst, Kontakt mit diesem Werk und dann Kontakt mit dem Publikum. Es gibt diese Energie und wirklich ist alles ist still. So, wie lange, wie kurz ist das? Wer weiß, plötzlich sind wir in diese neue Welt, die hat keine Regeln, so wie wir kennen. Und ich glaube, das ist, was ist fantastisch von Musik, auch Konzert von klassischer Musik besonders, dass für 2 Stunden oder 1 Stunde oder 3 Stunden, Wagner 5 Stunden, Zeit ist nicht wichtig. Man fühlt, dass wir sind in einem neuen Universum. Es gibt eine andere Zeit. Wir gehen drinnen von uns selbst. Große Werke, große Musik macht das. Auch große Kunst macht das. No? Macht uns gehen so drinnen und finden da neue Farben, neue Blumen, neuen Himmel, neuen alles. Oder? Alte Sachen, die waren da, die schlafen oder die waren, die haben wir vergessen und plötzlich finden wir das zurück. Etwas von Kindheit, etwas von gestern, etwas vor einer Stunde, die hat eine neue Licht, eine neue Farbe. Und deswegen Musik zu spielen, zu singen und zu hören, ist so unglaublich schön, ist so magic. It's magic. Es existiert auch nur in dem Moment, in dem es da ist. Und ich glaube, das ist das Besondere am Live-Erlebnis, dass jeder im Saal weiß, dieser Ton, dieses Gefühl, diese Farben sind nur in diesem Moment auf der Welt. Ja. Das verbindet einen auch. Und auch wenn man 1 Million Mal hören wir Lucio Silla oder Don Carlo oder wer weiß, in diesem Moment ist die einzige, es gibt nur eine und es wird nicht mehr so sein. Und auch wenn 8 Vorstellungen oder 4 Vorstellungen gibt, diese, das wir hören in diesem Moment oder das wir singen in diesem Moment, ist die einzige und ist die wichtigste. Sie singen jetzt Mozart, Sie sind der Verdi-Botschafter eines sehr berühmten deutschen Plattenlabels, haben eine Verdi-Platte gemacht, eine riesige Verdi-Tournee. Was ist der Unterschied? Und es gibt nicht allzu viele Sänger, die wirklich konsequent beides singen, Mozart und Verdi. Das verlangt andere Technik, anderen Ausdruck, andere Stimmfarben. Wie schaffen Sie das? Ich glaube, man muss die Musik hören. Stil und wie man etwas singen muss, kommt von Musik. Nicht von alten Platten, nicht von welches die Tradition.
man muss einfach die Musik hören. Und sicher, es hilft viel, viel, wenn man mit großen Dirigenten arbeitet und man lernt viel durch das. Aber das Wichtigste ist, rein in die Musik zu kommen. Wir müssen nicht die Musik nehmen, um zu scheinen. Scheinen ja, auf Deutsch? Ja. Man muss nicht Musik benutzen. Und schauen Sie, ich singe diese hohen Noten oder ich singe diese lange Satz ohne Atmen oder das ist so athletisch. Das hat nichts mit Kunst zu tun. Und wir müssen rein in diese Musik gehen und wir müssen hören, was diese Musik braucht. Aber wir müssen auch bringen, was wir als Künstler, unsere Individualität, wir müssen das auch reinbringen. Man sagt aber immer, Mozart singen ist eigentlich das Schwerste. Ist das Schwerste, weil man kann nicht verstecken. Es gibt keinen Platz zu verstecken in Mozart. No? Es ist so, so klar, es ist so Mozart. Man kann hören, dass Mozart war eine mit Sterne, mit Universum, mit alles, mit den, alles war ein Equilibrium und deswegen könnte er so lachen und deswegen könnte er mit dieser Traurigkeit leben und er könnte auch frei sein. Er, der Erste, der war wirklich frei, der sagt, nein, hier in Salzburg, dann bleibe ich hier und dann mache ich meine Musik. Das in dieser Zeit, neu, das war so, man könnte über das nicht denken. Es war existenziell bedrohlich für ihn. Er hat nicht gewusst, und er hat die Konsequenzen bezahlt. No? Aber auch künstlerische, glücklicherweise hat er diese Konsequenzen bezahlt. Er hat diese neue Welt gefunden, entdecken, nicht gebaut. Er hat diese neue Welt, musikalische Welt gebaut. Und no, ich liebe Mozart. Ich habe Mozart, die Briefe von Mozart gelesen und ich habe, wie so viele Künstler, noch einen Freund gefunden. Jemand, mit dem ich wollte, ich möchte ein Bier trinken. Und ich trinke Bier mit Mozart, ich fühle so. Und hier in Salzburg, nach jedem Abend, am Ende jeden Tag, gehe ich zum Denkmal von Mozart und sage, Wolfgang, guten Abend und vielen Dank. Weil Sie vorhin gesagt haben, Literatur, Sie haben einen Roman geschrieben. Er ist auf Spanisch schon herausgekommen. Ja. Ich glaube, er erscheint demnächst auf Deutsch. Ja. Malabares? Jawohl, Malabares. Sagt man so? Kunststücke, Zirkuskunststücke? Ja, Kunststücke, es wird so heißen auf Deutsch. Worum geht's? Es geht über junge Leute, die versuchen, Antworten zu finden über existenzielle Fragen. Und die alle arbeiten als Clowns. Ja, und ich mache das auch gerne. Können, ja. Und dann gibt es auch ein Spiel drinnen in diesem Buch. Eine ist ein junger Clown, die spielt als Clown in Partys für Kinder. Und das ist der kleine Rolando, der junge Rolando. Ich muss sagen, das Buch ist nicht autobiografisch. Ja. Aber gibt es viele Sachen, die ich habe genommen von meinem Leben? Ja. Und so, ich bin sehr glücklich, dass Rowold wird es auf Deutsch für das Publikum bringen. Es kommt nächstes Jahr. Ich bin wirklich sehr, es ist nicht einfach, Übersetzung und dass solch eine wichtige Public House, Verleger, solch eine wichtige Verleger interessiert. In diesem Sinne, mein Name war ein bisschen ein Roman von der Tenor. Aber glücklicherweise habe ich es gelesen und die haben gesagt, nein, wir nehmen es, weil wir denken, dass es gibt wirklich gute Literatur hier. Es ist nicht, weil der Tenor schreibt das. Und die warten schon, ich schreibe gerade meinen zweiten Roman. Und es macht so viel Spaß. Daneben singen, inszenieren immer wieder. Im Herbst sehen wir Sie an der Wiener Staatsoper in der nächsten Saison als Don Ottavio im Don Giovanni und als Lenski im Eugen und Onegin. Ich freue mich wahnsinnig. Darf ich Sie bitten, sich noch in unser Gästebuch einzutragen? Vielleicht fällt Ihnen ein Cover für die deutsche Ausgabe ein. Für Barbarita. Barbarita, va bene.